It's kind of magic. Ja, okay. Ja, es ist ein kleiner Ausflug in die Welt der Magie. In die Welt der SJW, besser Menschen, Autisten, wie auch immer, Magie. Wie nehme ich diese Leute zu kommentieren pflegen? Das Phänomen ist nicht neu. Das ist relativ alt. Wir kennen das von der Regierung einer Linie bereits. Der hat das Das ist das Verschwinden lassen der linearen Zeit. Durch einen einfachen rhetorischen Vorwurf, den möchte ich jetzt kurz zitieren. Magie und Software. Er erzählt eine Geschichte, die Geschichte der USA und vor allem des weißen Amerikas. Als Einwanderer ermorden sie zunächst die eigentlichen Bewohner des Landes und regen sich dann über Immigranten auf. Na, bemerkt? Ganz genau, da war die lineare Zeit jetzt verschwunden. Auf einmal wird die Immigranten in Amerika, also die dort selbst eingewandert sind und die Ureinwohner erstmal ermordet haben, wobei auch das ist nur so teilweise richtig. Also, es wird. Dass sich jetzt Amerikaner über illegale Immigranten, in diesem Fall hauptsächlich aus Mexiko natürlich, aufregen, in jetziger Zeit, wird verquickt damit, dass sie selber irgendwann mal Einwanderer waren, beziehungsweise ihre Vorfahren, also etliche Generationen schon zurück. Das ist mutig, das ist ambitioniert. Sowas kann man nur lesen in Zeitschriften wie Selbstgericht in München, Zeitschriften wie Ultimo, das ist ein kostenloses Magazin hier in München, alle zwei Wochen. Ja, es ist hier aus. Artikel über einen Film namens Larry Charles Dangerous World of Comedy, USA 2019. Wie wird das alles durcheinander gebracht? Vor allen Dingen, witzigerweise, geht es noch weiter. Dann haben wir hier auch wieder, das finde ich auch ganz besonders. Alle Minderheiten genießen irgendeinen Schutz, alle Religionen muss man vorsichtig behandeln. Wer sagt das überhaupt? Wenn man Komiker ist, nur Frauen sind immer und überall zum Abschluss. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwelche wirklich extrem sexistischen, hasserfüllten, frauenfeindlichen Scheißwitze hier irgendwo eine große Lobby hätten. Also so Komiker, die wirklich die ganze Zeit nur auf die übelste Weise und selbst irgendwo abhält, ist da zu politisch korrekt und wir wissen ja, wie es meint. Das ist unglaublich. So, Rape-Jokes, bla bla. Aber Schatz zeigt auch, dass es eine entsprechende Tradition in der westlichen Kultur gab und dass das alles noch gar nicht so lange her ist. Simsalabim, da ist der nächste Zaubertrick. Die typische Argumentation in diesen selbstgerechten neulinken Kreisen. Ja, genau. Also, weil es noch nicht so lange her ist, ist es also noch praktisch präsent. Also wir sollen uns so nach dem Motto. Was wissen wir denn schon? Wir müssen die Fresse halten, weil ich meine, für uns ist das ja auch noch nicht so lange her. Ja, aber es gehört der Vergangenheit an, ihr Pissnäcken. Es gehört der Vergangenheit an. Homosexualität zum Beispiel war, streng genommen laut Gesetz, bis in die mittleren 90er Jahre. Ich glaube, es wurde erst in der ersten Hälfte oder war schon zweite. Ich glaube, 97 erst wird dieser Straftat bestanden, dieser alte Paragraph da irgendwie wirklich aufgehoben, beziehungsweise wurde als unwirksam erklärt. Verfolgt worden aber war es de facto. Die ganze Zeit vorher auch nicht unbedingt. Und ich glaube, soweit ich das weiß, war es vorher auch schon ein Antragsdelikt. Alles klar. Aber, ja, so sehr ich mir die 90er Jahre auch gut aus anderen Gründen, so sehr können wir doch froh sein, dass das dann wenigstens. Es ist, wie gesagt, es wurde schon lange nicht mehr verfolgt. Vielleicht noch irgendwo in den 80ern mal oder so. Ja. Und ansonsten ist der Scheiß weg. Also wieso redet man überhaupt darüber? Wieso muss man jetzt in den Zeiten, in denen homophobe Scheißreligionen beziehungsweise homophobe Scheißkulturen beziehungsweise deren Angehörige hier einwandern in Massen, ja? Wieso versucht man dann auf einmal wieder uns in Demo zu üben, sozusagen, so nach dem Motto, für einige Zeit läuft bei uns auch noch nicht anders. Ja, aber es ist schon was her, mein Gott! Und wenn das 97 war, dass dieser dieser Homosexualität unter Strafe stellende Paragraph, dass der abgeschafft wurde. Wenn das 97 war, dann sind das auch schon gut und gerne jetzt bald 22 Jahre. Und das ist lang genug. Und wenn wir hier homophobe Kulturen einwandern lassen in Massen, dann haben wir eben auch das Problem, dass diese Leute extrem homophob sind. Und da muss man drüber reden können.
Und nicht einfach sagen, oh, der Neandertaler für was weiß ich wie viele Millionen Jahren auch nicht anders. Ja, vor ein paar Millionen Jahren übrigens, da waren wir auch nicht anders als die Affen. Da sind wir auch von Baum zu Baum gehüpft. Beziehungsweise vor zig, einigen 10.000 Jahren, vor 100.000 Jahren. Das ist jetzt, ja, darf man jetzt nichts mehr kritisieren. Darf man jetzt zum Beispiel Gorillas nicht mehr kritisieren, wenn die irgendwie übergriffig sind. Ein schlechtes Beispiel. So viel zum Beispiel. It's kind of magic, magic, magic. Ja, okay. Ja, es ist ein kleiner Ausflug in die Welt der Magie. In die Welt der SJW, besser Menschen, Autisten, wie auch immer, Magie. Wie nämlich diese Leute zu kommentieren pflegen. Das Phänomen ist nicht neu. Es ist relativ alt. Wir kennen das von der Regierung einer Lüge bereits. Der hat das Finkelstein. Das ist das Verschwinden lassen. Ein einfacher rhetorischer Vorwurf, den ich jetzt kurz zitieren. Marius Hoffmann. Er erzählt eine Geschichte, die Geschichte der USA und vor allem des weißen Amerikas. Als Einwanderer ermorden sie zunächst die eigentlichen Bewohner des Landes und regen sich dann über Immigranten auf. Ja, bemerkt? Ganz genau. Da war die Linie, die jetzt verschwunden ist. Auf einmal wird die Immigranten in Amerika, also die dort selbst eingewandert sind und die Ureinwohner erstmal ermordet haben, wobei auch das ist nur so teilweise richtig. Also es wird, dass sich jetzt Amerikaner über illegale Immigranten, in diesem Fall hauptsächlich aus Mexiko natürlich, aufregen, in jetziger Zeit, wird verquickt damit, dass sie selber irgendwann mal Einwanderer waren, beziehungsweise ihre Vorfahren, also etliche Generationen schon zurück. Das ist mutig, das ist ambitioniert. Sowas kann man nur lesen in Zeitschriften wie selbstgerechten Linken, Zeitschriften wie Ultimo. Das ist ein kostenloses Magazin hier in Münster. Alle zwei Wochen. Ja, es ist hier aus einem Artikel über einen Film namens Larry Charles Dangerous World of Comedy, USA 2019. Ich habe das alles durcheinander gebracht. Vor allen Dingen, witzigerweise, geht es noch weiter. Dann haben wir hier auch wieder, das finde ich auch ganz besonders. Alle Minderheiten genießen irgendeinen Schutz, alle Religionen muss man vorsichtig behandeln. Wer sagt das überhaupt? Wenn man Komiker ist, nur Frauen sind immer und überall zum Abschluss bei. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwelche wirklich extrem sexistischen, hasserfüllten, frauenfeindlichen Scheißwitze hier irgendwo eine große Lobby hätten. Also so Komiker, die wirklich die ganze Zeit nur auf die übelste Weise und selbst irgendwo abhält, ist da zu politisch korrekt und wir wissen ja, wie es meint. Das ist unglaublich. So, ah ja, hier, Rape-Jokes, bla bla. Aber Schatz zeigt auch, dass es eine entsprechende Tradition in der westlichen Kultur gab und dass das alles noch gar nicht so lange her ist. Simsalabim, da ist der nächste Zauber. Die typische Argumentation in diesen selbstgerechten neulinken Kreisen. Ja, genau. Also, weil es noch nicht so lange her ist, ist es also noch praktisch präsent. Also, wir sollen uns so nach dem Motto, was wissen wir denn schon? Wir müssen die Fresse halten, weil ich meine, für uns ist das ja auch noch nicht so lange her. Ja, aber es gehört der Vergangenheit an, ihr Pissnäcken. Es gehört der Vergangenheit an. Homosexualität zum Beispiel war, streng genommen laut Gesetz, bis in die mittleren 90er Jahre. Ich glaube, es wurde erst in der ersten Hälfte oder war schon zweite. Ich glaube, 97 erst wird dieser Straftatbestand, dieser alte Paragraf da irgendwie nur aufgehoben, beziehungsweise wurde als unwirksam erklärt. Verfolgt worden aber war es de facto. Die ganze Zeit vorher auch nicht unbedingt. Und ich glaube, soweit ich das weiß, war es vorher auch schon ein Antragsdelikt. Antragsdelikt. Ja? Alles klar. Aber, ja, so sehr ich mir die 90er Jahre auch gut aus anderen Gründen, so sehr können wir doch froh sein, dass das dann wenigstens, es ist, wie gesagt, es wurde schon lange nicht mehr verfolgt, vielleicht noch irgendwo in den 80ern mal oder so, ja. Und ansonsten ist der Scheiß weg. Also, wieso redet man überhaupt darüber? Wieso muss man jetzt in den Zeiten, in denen homophobe Scheißreligionen, beziehungsweise homophobe Kulturen, beziehungsweise deren Angehörige, hier einwandern in Massen, ja,
wieso versucht man dann auf einmal wieder uns in Demo zu üben, sozusagen, so nach dem Motto, für einige Zeit läuft bei uns auch noch nicht anders. Ja, aber es ist schon was her, mein Gott! Und wenn das 97 war, dass dieser Anti-Homosexualität, also dieser Homosexualität unter Strafe stellende Paragraph, dass der abgeschafft wurde. Wenn das 97 war, dann sind das auch schon gut und gerne jetzt bald 22 Jahre. Und das ist lang genug. Und wenn wir hier homophobe Kulturen einwandern lassen in Massen, dann haben wir eben auch das Problem, dass diese Leute extrem homophob sind. Und dann muss man drüber reden können. Und nicht einfach sagen, wir werden dafür, was weiß ich, wie viele Millionen Jahren auch nicht anders. Ja, vor ein paar Millionen Jahren übrigens, da waren wir auch nicht anders als die Affen. Da sind wir auch von Baum zu Baum gehüpft. Beziehungsweise vor einigen 10.000 Jahren, 100.000 Jahren. Das ist jetzt... Ja, darf man jetzt nichts mehr kritisieren. Darf man jetzt zum Beispiel Gorillas nicht mehr kritisieren, wenn die irgendwie übergriffig sind. Ein schlechtes Beispiel. So viel zur Beispiel.